Von mir aus können wir direkt losgehen. Gut, dann folge mir. Es dauert auch nicht lange. Wo bringst du mich hin? Letzte Mission für heute. So, hier sollte es einigermaßen sicher sein. Warum gerade hier? Es kann doch jederzeit jemand vorbeikommen. Ja, aber meine Jungs verrichten ihren Wachdienst da drüben. Ich weiß also, wo sie sind und dass sie uns nicht hören können. Du willst nicht, dass deine eigenen Leute uns hören können? Nun, wie fange ich am besten an? Zuerst war es nur ein leiser Verdacht, aber mittlerweile bin ich mir sicher, dass mich einer meiner Leibwachen hintergeht und mit den Outlaws paktiert. Glaubst du, die Outlaws wollen dich töten oder ausrauben? Du weißt, dass wir im Fort sehr viele ehemalige Outlaws bei uns Berserkern aufgenommen haben. Sie nennen sich selbst gerne die Zurückgelassenen. Die aus dem Fort abgewanderten Outlaws, die im Krater von Ateris sesshaft geworden sind, sehen diese Leute als absolute Verräter an. Am liebsten würden sie alle tot sehen. Das ist nicht gut, oder? Nein, ist es nicht. Ganz und gar nicht. Ich bin ein hohes Tier bei den Berserkern und die meiste Zeit im Außendienst unterwegs. Meine Truppe ist ein leichtes Ziel für Infiltration und Spionage. Verglichen mit Tavar oder dem Fort kann man von hier aus viel einfacher mit den Outlaws von Ateris Kontakt aufnehmen und sensible Informationen übermitteln. Na schön, kann ich nachvollziehen. Klingt aber ziemlich paranoid. Das passt gar nicht zu dir. Warum sollte einer von deinen Jungs dich hintergehen? Hast du sie nicht geprüft, bevor du sie unter deinen Befehl gestellt hast? Das sind alles krumme Hunde, die allesamt schon einmal kurz davor waren, aus dem Fort geworfen zu werden. Ich habe mich ihrer angenommen und ihnen die Chance gegeben, trotzdem für uns zu kämpfen. Großartig. Tja, manchmal kann man sich seine Waffengefährten eben nicht aussuchen. Kennst du den Krieger Fox etwas näher? Sagen wir so, ich habe schon einiges über ihn gehört. Ich glaube, er wäre ein guter Rekrut für unsere Sache. Zumindest was seine Fähigkeiten mit der Waffe angeht. Bei dem Rest bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ich hörte, dass er ein außerordentlich wilder Kerl ist. Ihm haftet das Prädikat schwer zu bändigen an. Das ist offenkundig. Ich würde vorschlagen, du hörst auf deine innere Stimme bei der Sache. Er wäre mit Sicherheit nicht unser größtes Risiko, wenn ich mich so in unseren Reihen umsehe. Er hat eine Menge Ärger am Hals im Fort mit seinen Vorgesetzten. Ich kläre das. Und du machst ihm zur Auflage, dass er bis dahin bei uns bleibt und dir als Waffengefährte zur Seite steht. Gut zu wissen. Danke. Kein Problem. Okay. Wie kann ich dir helfen? Ich habe herausgefunden, dass sich einer meiner Leibwachen kürzlich draußen mit den Outlaws getroffen hat. Wer genau, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Ich möchte, dass du sie unter die Lupe nimmst und es herausfindest. Wie soll ich das machen? Es sind deine Jungs. Warum sollten sie mir vertrauen? Keine Ahnung. Ich habe alles versucht, um die Sache aufzuklären. Bisher leider ohne Erfolg. Außerdem hast du doch mehr Erfahrung mit sowas. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Wie heißen deine Leibwachen? Nenn mir ihre Namen. Sirik, ein eher verschlossener Typ, der kaum ein Wort spricht. Doch er ist stark im Kampf. Wir haben schon viele Schlachten zusammengeschlagen. Drabak, einer der direkten Sorte. Doch konnte ich mich bisher immer auf ihn verlassen. Und Finley, ein sehr junger Kerl, der noch eine Menge Flausen im Kopf hat. Aber das heißt ja nichts. Kennst du Fox' wahren Namen? So gut kenne ich ihn dann doch nicht, fürchte ich. Geht's dir gut? Ja, geht schon. Bis vor ein paar Tagen hätte ich für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer gelegt. Naja, Zeiten ändern sich. Ja, ich rede mal mit den Jungs. Ich muss weitermachen. Sonst wird der Kleine in einer kaputten Welt aufwachsen müssen. Das ist normal. Mit Kaya im Schlepptau wird er schwierig. Ich mach das besser allein. Oh, okay. Ups. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Okay.
Okay, wo sind die anderen Gefährten? Wo ist Frank? Hier ist Schutzhaus, das könnte ein Frank sein. Nein? Wer ist das? Ist das Fox? Das ist Fox. Ich habe mit Kaya gesprochen. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Ja, aber sicher doch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Natürlich. Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind also ein paar Dinge um meine hübschen Öhrchen geflogen. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schöner, findest du nicht? Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Was habe ich damit zu tun? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tavar zieht. Kommt ja schon mal vor. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Wo sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück. Alles klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist quasi gleich um die Ecke. Oh, nein. Ich wollte nicht direkt dorthin. Oh, Mist. Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen. Oh. Ich kann noch ein Level-Up machen. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Wo ist die Waffe? Hier. Stärke. Stärke. Geschicklichkeit. Sonst habe ich hier nichts mehr. Okay. Diese Waffe. Sonst haben wir nichts mehr freigeschalten. Außer... Was? Bogen? Was sagen die Bögen? Diesen haben wir ausgerüstet. Ha, haben wir wieder ein Upgrade. Nett. Und dieses Ding werden wir ausprobieren. Ein Feuerspucker. Hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig. Wir klären das schon. Keine Muni. Keine Muni. Was zum Teufel? Muni. Kann ich reden? Nein, kann ich nicht. Komm her. Box, willst du das regeln vielleicht? Box, komm schon, tu doch was. Du bist schnell. Na, geht doch. Oh, sein Hammer ist darüber geflogen. Der nächste wird angelockt. Ja, klasse, wenn du mithelfen würdest, Fox. Ah!
Ja, schon. Na, geht doch. Der nächste Kampf wird doch schwieriger. Ach, geht doch nicht. Ich komme. Was bist du für ein Typ? Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Box? Okay. Hat schon einen Kampf kommen. Oh, sehr schön. Das sind anscheinend Elixitoren-Magier, die dich schocken. Auch was ganz Neues. Wir haben so viel Loot dabei. Müde. Waldewesusum oder so. Lateinisch für ich bin müde. Alpschild schaut cool aus. Was ist Chili con Carne bei den Alps? Die Eisdörfer haben Chili con Carne? Das glaube ich nicht. Wo ist dein Setzling? Oh, die geben dir dieses Mal ziemlich viel Action, wenn dann. Nein, das ist nicht das Richtige. Wo ist deine Mission dann, Kaya? Jo. Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst. Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Kein Setzling. Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst du nicht? Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich denke noch mal ein wenig darüber nach. Mir fällt schon noch was anderes ein. Ja, bin ich mir ganz sicher. Wer genau ist denn dein direkter Vorgesetzter? Ach, das ist mal so und mal so. Der wechselt ständig. Mal der, mal der. Und wer konkret erinnert sich daran, dass du schon lange überfällig bist? Oder würde dich für deine Missgeschicke belangen? Vermutlich alle. Das ist verrückt, das musst du selbst zugeben. Ja, genau. Die Berserker im Fort sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. Wo bin ich hier? Wo hat er mich hingebracht? Hier ist noch was zu looten. Da haben die Alps noch was versteckt. Vielleicht ist hier das Setzling. Titanbrecher. Auch ein Eisenader-Dings, Bums, Bums, Dings. Yep. Uff, Gegner. Ich kümmere mich darum. Er ist doch ganz nackt. Ich will ihn lieber schnell, bevor YouTube uns bannt. Oh, was bist du? Nein, nicht sowas. Nein, 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 leg das Schwert weg und renn um dein Leben. Oh nein. Ich kümmere mich darum. Tust du das? Hab ich's abgehängt? Wow!
Was war denn das für ein Rockfrog? Wer ist denn der Typ? Ha. Huh. Interessant. Wer ist der Typ? Schauen wir mal, was der macht. Rettet er gegen das Viech? Hat er es gekillt? Nein, hat er nicht. Ist er gekillt worden? Ja, ich mich aber nicht. Oh. Oh. Das hat nach einem Follower ausgeschaut. Das kannst du vergessen. Kannst vergessen. Einfach abhauen. Lauf, Fox, lauf! Der Typ ist wieder aufgestanden. Vielleicht haben wir es zu dritt. Nein, schaut nicht so aus, als würden wir zu dritt was machen. Box, triff deinen Schlag doch. Rolle, 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 rolle. Box. Fox. Er trifft einfach nicht seinen Schlag. Jetzt trifft er mal. Na geht doch. Wer ist der Typ? Na? Wo wollen wir denn hin? Oh. Hübsche Klamotten. Sehr hübsche Klamotten. Da kommt die nächste Arschgeige. Verpiss dich. Das könnte dir so passen, was? Kommen wir zur Sache. Gib mir all deine Splitter oder es setzt was. Und was, wenn nicht? Ich bin Smirlaf, der Unerbittliche, und du würdest es bereuen, meinen Zorn heraufzubeschwören. Mhm. Dein Name ist Smirlaf? Oh, du bist ein echt armes Schwein. Du redest gefälligst nicht so respektlos mit mir, klar? Ich reiß dich in Stöcke, du Dreckskerl. Dann zieh deine Waffe. Wir werden sehen, wer hier zuletzt lacht. Da er gerade gegen den Raptor so eingeschaut hat, sollte er kein großes Problem sein. Ich sehe schon, Fox und ich werden große Freunde. Uff. Da ist sicher noch Luft nach oben, oder? Aua! Das tat weh. Noch mehr davon? Nee, Mann. Ich bin ja schon weg. Was?
Hau ab, ich hab zu tun. Hey! Was, wo sind wir hier eigentlich? Ich schmell. A small teleporter. Ich rieche einen Teleporter da drüben. Oder einfach nur eine Hütte. Wurscht, bin erkundungsfreudig. Solange es nicht wieder ein Krokodil wird. Sieht ja meine Chance ziemlich gut aus, da zu überleben. Ist das Schmierlauf sein zu Hause? Boombox. Na, nicht wirklich viel an zu Hause. So. Scheint nicht falsch belegen, kein Teleporter hier. Dann gehen wir doch zu Kaya zurück. Ihre Mission machen. Wie weit sind wir schon in der Folge drinnen? 21 Minuten, das geht sich noch aus. Dann muss ich mal alles verkaufen, was ich zu sehr Gas in der Mitte. Gas in der Mine. Nicht in der Mitte. Alles fit? Geht schon. Müssen wir noch lange hier rumstehen? Ich bin der geborene Anführer. Du bist auch schon länger bei den Berserkern, nicht wahr? Schon seit ich denken kann. Warst du auch schon immer ein Krieger? Ich mache jeden Kram, der ansteht. Jetzt gerade ist Kämpfen angesagt. Okay. Schon einmal Kontakt zu richtigen Outlaws gehabt? Ja. Und? Was hältst du von ihnen? Ich bin ein einfacher Mann. Diese ganze Wichtigtuerei bei den Outlaws ist mir zu anstrengend. Ich sehe schon. Ich schätze, du würdest nicht auf die Idee kommen, Kaya je in den Rücken zu fallen, oder? Ich würde eher sterben, als dass ich zulasse, dass Kaya etwas passiert. Ja, das glaube ich dir. Jo. Was hast du gemacht, bevor du Leibwache von Kaya wurdest? Warum? Wieso fragst du? Habe ich was falsch gemacht? Kommt drauf an, hast du? Nein, natürlich nicht. Was war nochmal die Frage? Ach so, ja, was ich vorher gemacht habe. Ach, ich war bei den Outlaws. Das waren noch goldene Zeiten, als Logan, der Duke von Tavar, die Dinge geregelt hatte. Aber als der Umbruch kam im Vor... und die Berserker das Sagen hatten, änderte sich vieles. Mit den Arschgeigen im Krater kann ich nicht mehr so besonders, also bin ich gleich bei den Berserkern geblieben. Du hast den Kontakt zu den anderen komplett abgebrochen? Mit den meisten schon. Jeder zweite da will mich tot sehen. Naja, nicht alle. Mit dem einen oder anderen mache ich schon mal ein paar Geschäfte. Aber das war's auch schon. So. Du hattest also in letzter Zeit Kontakt zu einem Outlaw aus dem Krater. Ach, scheiße. Ja, aber wir haben lediglich ein paar Sachen getauscht. Eine Ration hier, ein bisschen Elixit da. Was man halt so braucht. Aha. Du weißt aber schon, dass das merkwürdig aussieht. Komm schon. Ich habe ja nicht unsere strategischen Pläne ausgeplaudert. Ein bisschen Nebenverdienst wird ja wohl noch erlaubt sein. Glaub mir, ich würde nichts tun, was unsere Sache hier gefährdet, okay? Wenn du das sagst. Okay. Hey, hör mal, wir behalten die Sache doch für uns, oder? Ich will keinen Ärger wegen der paar läppischen Kröten nebenbei. Noch habe ich nicht alle Leibwachen befragt. Aber der hier ist schon mal ein heißer Kandidat. Bist du in letzter Zeit mal außerhalb deines Dienstes in den umliegenden Wäldern gewesen? Nein, ich bin immer im Dienst. Ich tue genau das, was Kaya mir aufträgt. Ach komm schon, das eine oder andere Mal wirst du doch mal was anderes sehen wollen, oder? Früher, als ich noch fast ein Kind war, war ich ein kleines Licht bei den Outlaws und hatte nicht viel zu melden.
Doch ich hatte damals im Fort mein Auskommen. Das Gesetz des Stärkeren verstand ich ziemlich gut und war auch schon ein ganz passabler Kämpfer. Ein Hoch auf die Outlaws und alle anderen sind scheiße, war mein Motto. Bis ich das erste Mal einen Berserker sah. Das war Kaya. Mir wurde schlagartig klar, dass die Berserker nicht ganz scheiße sein können, wenn solche Frauen bei ihnen das Sagen haben. Beim Umbruch im Fort schloss ich mich darum den Berserkern an und war von da an Leibwache von Kaya. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Kaya ist einfach... Naja, du kennst sie ja. Mal gespannt, ob Kaya das genauso locker sieht. Ja, das tue ich. Wegen deiner Leibwachen. Ich habe Neuigkeiten. Sehr gut. Wer ist das? Wer paktiert hier mit den Outlaws und fällt mir in den Rücken? Es ist Drabak. Vermutlich harmlos, aber... Naja, er trifft sich gelegentlich mit ein paar Jungs aus dem Krater. Wie bitte? Gelegentlich? Was soll das heißen? Früher war er mal ein unscheinbarer Wachposten im Fort und ein glühender Verehrer von Logan, dem damaligen Duke von Tavar. Heute heult er offenbar nur noch mit den Wölfen und ist zwangsläufig Berserker geworden, weil ihm seine eigenen Leute damals keine andere Wahl ließen. So wie ich das sehe, hat Drabak lediglich ein paar schmierige Geschäfte mit den Jungs aus dem Krater am Laufen. Nichts Weltbewegendes, aber darauf verlassen, dass er nicht doch das ein oder andere ausplaudert, würde ich mich an deiner Stelle nicht. Am besten, du redest in seinem Beisein nicht über heikle Dinge. Was redest du da? Töten sollte ich ihn, wenn ich nicht so ein hohes Amt inne hätte. Ich fürchte, wenn ich einen meiner eigenen Leute hinrichte, dann würde mein Volk mir nicht mehr vertrauen und mein Ansehen wäre verloren. Aber warte, du könntest das für mich erledigen. Dir würden sie es nicht nachtragen. Du bist nicht das Orakel von Tavar. Niemandem etwas schuldig und musst nicht zu jedem und allem eine Antwort parat haben. Töte Drabak. Er hat es mehr als verdient. Tu es für mich. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Du bist ja völlig von der Rolle. Wundert dich das etwa, wenn du mir so etwas erzählst? Boah, ich muss das erstmal sacken lassen. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Moment für mich allein. Ich muss ein paar Dinge sortieren. Nicht schlecht. Wirklich? Das hat dir gefallen? Oh, ist das wirklich eine Mission, die sie mir gegeben hat? Ich werde mal abwarten. Wahrscheinlich ändert sie ihre Meinung dann später. Einfach mal abwarten. Dann, was der Doktor drin noch zu sagen hat. Sonst war's das mit der Folge. Wo ist Frank? Im Labor irgendwo? Jo, gibt's was Neues? Oh, hey, nein, gibt's nicht. Frank! Da unten ist er. Jo, du. Ah. Ich. Frank! Es ist soweit. Ich brauche deine Hilfe. Das war der Deal. Gut, dann erkläre ich dir kurz, worum es geht. Du weißt, ich versuche, menschlicher zu werden. Dazu gehört zweifelsohne das Teilen des eigenen Hab und Guts aus reinster Nächstenliebe. Jetzt dreht er völlig durch. Ich informiere schon mal die Jungs vom Schrottplatz. Ist es kompliziert? Ich weiß. Da haben wir wieder diese gewisse Irrationalität. Eine Maschine und Nächstenliebe. Wie passt das zusammen? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Darum muss ich versuchen, genau das zu provozieren. Was willst du machen? Würstchen verteilen? Das ist eine gute Idee. So einfach könnte es sein. Nahrung mit jemand anderem teilen, der sie brauchen kann. Wie bist du nur auf so einen guten Einfall gekommen? Das hat anderswo auch schon mal gut funktioniert. Du bist leider ein Cyborg und brauchst keine Nahrung. Also kannst du damit auch keine menschliche Tat simulieren. Warum nicht? Deine gute Tat sollte selbstlos sein, damit es funktioniert. Das ist es aber nicht, wenn du die Nahrung, die du verteilst, gar nicht brauchst.
Und wenn ich mein Fleisch verkaufen und mir so einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen würde? Das wäre das Gegenteil von selbstlos. Alles klar, dann machen wir das so. Fehlt jetzt nur noch das Fleisch. Okay, besorg welches. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Kannst du mir dabei nicht helfen? Mitkommen. Selbstverständlich. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Okay, wir machen das in der nächsten Folge. Jetzt wird erstmal alles verkauft und abgegradet, was geht. Tschüss.